Tage ja immer richtig und auch wichtig. In diesem Falle wollen wir aber euch keine Falschinformationen da weiterleiten. Laut La Liga gab es auch keine feste Ansetzung. Wir reichen das natürlich im Laufe dieser 90 Minuten nach. Jetzt konzentrieren wir uns vorerst auf rollenden Ball. Hier schon am Ball ist deutlich mehr, auf wie er sie selten gesehen hat. Und Celta Vigo kommt ein erstes Mal. Verliehen hat. Und deswegen, also weil du das System jetzt auch angesprochen hast. Lässt Barca kommen, guckt sich das erst. Art und Weise zurechtzulegen. Ja, Barca Akteur ist mit Flanke ist nicht so verkehrt. Aber Barca steht gut, Christensen passt. Oh, guter Ball, Tick zu hoch für Ferran. Gündoğan nimmt. Sofort der Versuch Richtung Iago Aspas. Da haben wir eine der Tatsachen, denke. Schauen wir auch schon auf. Wir legen. Passt, Max? Ja, sagt. Das haben sie ein bisschen gebastelt und ein bisschen gebissen. Bis Minute 25 müsste es gewesen sein. Nicht gewonnen hat. Zumindest in der. Marcos Alonso. Gerade bei den Bällen. Bamba, es ist noch zu schlapp. Ein bisschen mehr Bewegung rein. Ja, macht. Ja. Aspas, Aspas! Du hast schon den Arm gehoben neben mir. Ball, Strand Larsen! Celta Vigo führt. 19. Minute. Jürgen Strand Larsen. Ja. Also nochmal, jetzt bei Außenriss, Tick zu hoch, Strand, Larsen. Vielleicht so ein bisschen drauf sich zu verlassen, okay. So also immer rund um den 16er, auch eine gute Bisse. Auch das ist ein guter Ball und na klar. Joao Felix kommt wieder, Bamba. Boah. Verteidigt, nicht den letzten Einsatz gezeigt. Vorgeschossen, einer davon passte. Weil sie auch nie angekommen sind. Oder selten angekommen sind, das hat den guter Ball, Joao Felix. Ich zu Della Torre. Gleich nochmal rein, VR. Telo, nächster Versuch. Rutscht wieder durch. Nee, kein. Gelaufen. Der macht auch schon. Marcos Alonso. In der Mitte wieder fit sind. Also den Pedri. Ja, wenn du defensiv da einfach schlechter bist. Ja, und bei Strand Larsen geht es aber wieder sowas von. Ja. Es ist gesehen, es fehlt noch das Xavi, Gündoğan. Es ist auch sehr eng da in der Mitte. Xavi, brauchen das alles für Barca, spricht. Celta Vigo links oben eingeblendet, 4:1. Da wirklich eine Chance auszuspielen und auch wirklich zu guten Chancen zu. Und Bamba und Della Torre. Setzt ihn drüber. Erstmal morgen gegen Champions League. Stunde. Sehr gefährlich. Iago Aspas. Und nochmal einer quer. Es ist ein Schleifchen zu viel. Das haben wir auch gerade gesehen, die Situation. Der passt ja. Abseits verdächtig das Ganze. Bamba. Die Situation kreieren können. Offensiv. Viel gesprochen. Keinen Grund. Personell. Super Ballannahme. Bamba. Bamba gegen Gavi. Kein Elfmeter fürs Erste, sagt Mario Melero Lopez und beruhigt die Gemüter rund um Iago Aspas. Der zwei hätte er also noch falten wollen. Der ist sehr steil. Lewandowski. Nochmal ein mitbekommen. Das kleines Missverständnis, Ferran Torres dann, aber ich glaube der Blick vom Hauptschiedsrichter war nicht wirklich in Position. Das schauen wir da mal. Beltran! Okay, ich setz mal kurz an hier. Strand Larsen kommt nämlich. Sehr gut, lassen kaum was zu, auch da Vorteilsauslegung, aber das Tempo hat Ferran. Vision reinbekommen und auch diese Technik. Cancelo spielt da auch einen Zentralen mit. Iago Aspas, guter Linker. Schon in dieser Saison, aber dafür müssen natürlich auch der 2-3 und dann Araujo. Okay.
Da hat jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Faxen dicke gehabt. Wie von dir angesprochen, Cancelo ein bisschen mit dem Ballaktion, dem fehlt die Bindung zum Spiel. In der Mitte ist dran, Larsen. Cancelo kommt zu nah. Mal. Ran Torres. Torres! Beste Chance dieser zweiten Halbzeit. Und gefühlt haben wir ihn schon zweimal ausgewechselt und jetzt hat er den Ausgleich auf dem Fuß. Cancelo. Siege, aber Nummer 42. Gut gespielt, wieder Ferran Torres. Aber wieder Shepherds nicht. Und seine Knipserqualitäten und aus mittlerweile seine Daseinsberechtigung. Nee, ist nicht sein guter, ist nicht sein. Am Ende nimmt der Koundé runter. Bamba! Und Ter Stegen. Ich war vor dem Angriff. Gibt es noch ein, zwei Optionen? Ich hätte jetzt fast so mal Barcelona gelingt, so wie hier. Cancelo hinterläuft. João Felix. Rees ab 21 Uhr. Gündogan zu drehen. Rafinha, Idee ist gut. Richtig. Und deshalb guckt er natürlich. Ja. Kontert. Und wie? Und ja. Wie? Tasos Duvikas. 2:0 Celta Vigo. Rafinha Richtung Gavi. Man gegen Barca spielt, aber jetzt kommt Lewandowski. Und er steht nicht im Abseits. Und es ist, ja. Es zeichnet dich einmal mehr aus, dass du den Joao Cancelo und Lewandowski. 2:2. Robert Lewandowski doppelt. Und wir haben noch gute 5 Minuten auf dem Zeiger. Zum Beispiel am vergangenen Wochenende gegen Mallorca. Und jetzt kassieren sie es. Final. Joao Cancelo. Weil er da auftaucht. Also. Tor Guri am Song. Macht keine